Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 31. Januar, mittlerweile 5 nach halb 9. Ja, wo fange ich an? Am Anfang oder am Ende? Die Nacht, die war wunderbar, miserabel, keine Ahnung warum. Die Kinder haben geschlafen und ich lag wach. Keine Ahnung wieso, weshalb. Ja. Da macht man sich Gedanken, warum auch immer. Naja, habe ich eine Stunde wach gelegen oder etwas über eine Stunde und wie das ist, dann kommst du morgens nicht aus dem Bett. Wir haben alles geschafft, gehen aus dem Haus. 10 Minuten früher, 5 Minuten früher, ich komme raus, guck das Auto an. Da ist das nicht nur zugefroren, das war richtig vereist. Aber jeden, den du gefragt hast, die haben heute Morgen gemeckert. Der Shit, der ging überhaupt nicht runter. Weder mit dieser Kratzkarte da, noch mit dem Spray, noch. Ich dachte, Herrgott. Naja, irgendwann habe ich es dann geschafft und dann hat mein Sohn den Vogel abgeschossen. Ich war definitiv danach hellwach. Er hat sich kaputt gelacht. Hinterher ist es lustig, in dem Moment überhaupt nicht. Ich bin vorne die Scheibe am Freimachen. Und er hat mich gefragt, ob er den Scheibenwischer betätigen soll. Ja, dann habe ich ihm hochgezeigt, dass er, wenn er den hochmacht, dann auch wischt. Er hat mich aber nicht verstanden. Dann habe ich meine Tür aufgemacht und ich habe gesagt, ja, musst du hochmachen. Wollte gerade noch sagen, warte, bis ich die Tür zu habe. Soweit hat mein Sohn mir aber nicht zugehört. Macht da Dinge noch, zack, und 12 Kilo Schnee im Auto. Auf den Sitz, im Fußraum, auf die Tür. Ja, in dem Moment, was machst du in dem Moment? Gehst du hin, schöpfst den Schnee aus dem Auto raus und hoffst, dass deine Buchse nicht nass wird. Naja, so ist das dann gewesen. Ich war definitiv aber dann hellwach. Ja, dann haben wir das Auto soweit frei gehabt und dann die Straßen, die nicht gestreut sind, sauglatt, weil der Schnee liegt da und die sind da durchgefahren, die Autos und alles. Naja, wir haben alles schön erreicht und gemacht. Ja, und jetzt bin ich zu Hause oder war zu Hause. Da musste ich ja noch Schnee schaufeln vorne. Jetzt ist der Mist aber gefroren. Ja, dann habe ich geschaufelt, geschaufelt, geschaufelt. Und Zeugs drauf gemacht, dass das dann hoffentlich schmilzt. Ja, und jetzt sitze ich hier, mir ist kalt. Und jetzt werde ich erstmal die Wohnung machen. Aber ich kann euch sagen, wir haben alles geschafft. Zwar ein bisschen später als sonst, sind überall pünktlich gewesen. Aber so morgen brauche ich nicht. Vor allen Dingen hieß es irgendwie, wir haben 0 Grad. Und was ist? Wir haben minus 4 Grad heute Morgen gehabt. Das war überhaupt nicht gemeldet. Also, so schnell kann sich Wetter ändern. Ja, ich denke aber erstmal was frühstücken und dann aufräumen. Ich denke mal, das ist ein guter Plan. Da waren die Kinder heute sehr traurig. Die beiden Schneemänner haben sich zum Schlafen gelegt. Naja, was will man machen, ne? So sieht die Wiese aus und so sieht der Boden hier aus. So sieht heute unser Mittagessen aus. Die Zeit war knapp und dann haben wir uns mal einen Döner gegönnt. Da bin ich wieder, ihr Lieben. Wir haben jetzt 19:45 Uhr und der Tag, der war durch und durch stressig. Ja, wo fangen wir an? Ich habe heute Morgen ja hier aufgeräumt. Ich glaube, das war sogar das Letzte, bis auf das Essen, weil ich mit euch geredet habe. Ja, genau. Habe hier heute Morgen ja aufgeräumt. Dann hatten Mama und ich kurz geschrieben, ob wir einkaufen gehen. Wir gehen einkaufen, ich brauche ja ein Brot und so weiter und so fort. Und ja, das haben wir dann auch getan. Wir waren dann einkaufen, dann war ich dann noch kurz bei denen. Habe dann so lange gewartet da, ich glaube, das war etwas über eine halbe Stunde, bis ich die Emma holen konnte. Und
ja immer halt um 1:30 Kindergarten ausgehabt. Und dann bin ich auch dahin und Lenny hat aber heute bis 12:45 gehabt. Das heißt, ich hätte dann über eine halbe Stunde noch, ich sag mal, rumgucken müssen, nicht können. Weil bis nach Hause, das lohnt sich nicht wirklich. Ja, und dann kam das irgendwie im Kindergarten, dann hat Emma sich mit ihrer Freundin verabredet, dann hat die Mutter die schon mitgenommen. Und dann habe ich den Lenny irgendwann geholt. Wir sind kurz zu Hause, er hat sich ein Brot gemacht und dann mussten wir schon wieder los, wir hatten einen Termin. Ja, dann waren wir dann da und dann zum Schluss, ich sag, weißt du was, da hatten wir glaube ich schon 15 Uhr, da holen wir dann mal lecker Döner. Den habt ihr ja gesehen. Udo hat übrigens auch reingekriegt, ich bin ja nicht ganz fies. Nur wir haben getrennt gegessen. Ja, dann hatten wir noch Hausaufgaben gemacht und dann kam der Udo irgendwann gequatscht und jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich habe gerade nochmal grob aufgeräumt. Ne, Udo? Sieht man doch, oder? Ja, auf jeden Fall das gemacht und jetzt lassen wir den Abend ausklingen. Ich werde mich, ja, muss ich gucken, wie das so geht, wahrscheinlich bis Samstag, ja, Mittag irgendwann, ne? Abend sogar. Ja, werde ich, ja, nix da, werde ich mich ausklinken, weil Udo fährt mit dem Lenny ins Miniaturwunderland nach Hamburg. Da lassen die uns alleine, ne? Da haben wir Weiber schönen Tag. Ja, und dann nimmt er meine Kamera mit und ich habe jetzt nicht wirklich was, und Handy finde ich jetzt auch blöd. Da melde ich mich einfach mal einen Tag nicht und hoffe, dass er uns schöne Videos mitbringt. Wenn nicht, dann war das letzte Mal, dass er meine Kamera kriegt. Genau, die Geräusche, die ihr jetzt hört, Udo knackt Nüsse mit der Arschbacken. War das richtig? Ja. Ja, deswegen werde ich mich dann jetzt von euch bis Samstagabend irgendwann verabschieden. Und ja, Emma und ich, bevor ich mich verabschiede, Emma und ich, wir werden morgen einen schönen Mädelstag machen. Die hauen irgendwann morgen, ich weiß nicht, 1 Uhr, also 13 Uhr, 13.30 Uhr oder so, hauen die ab. Und dann werden wir dann schön auf den Spielplatz gehen und abends was lecker essen. Genau, und dann Mädchenabend machen, wie die Weiber dazu machen, schön mit Beauty und ja. Bitte was? Du hast wieder nur Blödsinn im Kopf. Ja, so sieht's aus. Wie heißt das, was ihr da morgen macht? Bei Nacht, wie nennt sich das nochmal? Hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen, genau. Das fängt, glaube ich, um 21 Uhr an oder so. War das so? Genau. Irgendwie 21 Uhr und geht bis nachts um 0 Uhr. Dann können die auch hinter die Kulissen gucken. Das war, dann geht's auf der Reeperbahn. Nix da. Ich gebe dir gleich, da geht es auf der Reeperbahn. Du hast das Kind dabei. Und der geht nicht mit. Und die gibst du auch nicht irgendwo ab. Dann ziehe ich dir die Ohren lang. Ja, das war nämlich Lennys Nikolausgeschenk. Genau. Ja, sonst habe ich auch nichts Neues. Ich werde jetzt die Speicherkarte leer machen und Kamera laden und dann sage ich mal bis Samstag. Tschüss. Guten Morgen. Bei uns ist nicht nur der Vogelschar gerade unterwegs, nein, es hat auch die Nacht wieder geschneit. Ja, der Herr ist auch zu Hause, der hat heute logischerweise frei, wenn die dann nachher fahren. Stimmt gar nicht, ich bin krank. Kann sein, dass du ein Klon bist. Ja, wie gesagt, hat neu geschneit, 2 Zentimeter. Aber es soll nachher schon wieder regnen. So, jetzt seht ihr mich auch nochmal. Ja, was soll ich euch Neues erzählen? Es hat 2 Zentimeter geschneit. Nein. Doch, 2 Zentimeter hat es circa geschneit. Ich meine, ist ja schön für die Kinder, die haben sich gefreut. Die haben heute Morgen schon vor der Schule alle Schneeballschlachten gemacht. Aber so für die Autofahrer und die so unterwegs sind,
Für mich ist das immer nichts, dieses Frieren, Antauen, Frieren, Antauen. Ich habe da immer Angst, dass da irgendwas passiert. Aber bisher, toi, 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 ist alles gut gegangen. Und ich hoffe auch, wenn Udo nachher fährt, dass die Heile da hinten ankommen. Ja, sonst ist nicht weiter irgendwie was Neues, außer dass wir jetzt gerade gefrühstückt haben zusammen. Und ich jetzt gleich mit meiner Mama einmal wegfahre. Und ja, ich werde jetzt noch die Sachen packen für den Lenny, was er dann mitnimmt. Und ja, sonst steht nichts an, außer dann heute Mittag dann Mädelstag zum Spielplatz und irgendwas futtern und dann Fernseh gucken abends. Boah, wir lassen da ganz, ganz in Ruhe den Tag an uns vorbei sausen. Ja, sonst wüsste ich nichts. Ich wollte euch auf jeden Fall nochmal einen schönen 1. Februar wünschen. Ich kann noch nicht einfach hingehen und anderthalb Tage nichts sagen. Ja, wir haben heute schon echt den 1.2. Das ist der Wahnsinn. Und ja, sonst ne, gibt nichts Neues. Die Nacht war gut. Und jetzt werde ich noch ein bisschen aufräumen, Tasche packen. Und dann werde ich jetzt sagen, bis morgen Abend. Was sagen wir zu dem? Permanent Make-up. Ey, hau mit dem Edding ab, du. Ehrlich. Hör auf. Ich möchte doch den Leuten nochmal zeigen. Bei uns schneidet wirklich selten, aber wenn, schaut auf den Schildkrötenhaus. Dann haben wir hier auch Schnee. Ja, ich zeige euch nochmal den schönen Garten. Weil morgen Abend kann jetzt schon alles wieder ganz anders aussehen. Da hinten ist ein Täubchen. Das werdet ihr jetzt auch anderthalb Tage nicht sehen. Also Tauben schon, aber nicht meine Tauben. Genau. Halli, hallo, hallo. Wir haben heute Samstag, den 2. Ja, mittlerweile gleich 17:30, also 17:40, genau. Und meine Männer sind seit 13 Uhr, ich glaube 30, wieder zu Hause. Und die hatten mega viel Spaß. Also die hatten so viel zu gucken, sagt der Udo, da muss man erstmal alles verarbeiten. Das Hotel war wohl sehr gut und ja, bei denen hat alles gepasst. Die hatten heute sehr, sehr viel zu erzählen und Bilder zeigen und Videos und, und. Und wenn man sieht, wie so ein kleines Kinderherz aufgeht und glücklich ist, das ist ganz schön. Ja, wir Mädels, hatten auch einen schönen Tag. Wir waren heute Morgen aufgestanden, haben zusammen gefrühstückt und sind dann spontan einkaufen gefahren. Und ja, den Einkauf, den habt ihr ja schon im anderen Video gesehen. Wenn nicht, schaltet ruhig einmal ein. Und als wir zu Hause waren, habe ich den Tisch gedeckt. Da habe ich gesagt zu Emma, ich so, weißt du was, wenn Papa und Lenny gleich kommen, ich sag, dann machen wir nochmal ein zweites Frühstück und nachher oder gleich oder jetzt, wie auch immer, gebe dann selbstgemachte Pizza. Ja, und ich habe den Tisch ja halb gedeckt gehabt und da kamen die dann schon rein. Ja, und dann, wie gesagt, dann wurde erzählt. Dann haben Emma und ich spontan ein Mittagsschläfchen gemacht, wenn man nachts nicht wirklich schläft, weil irgendwie war die immer total unruhig, keine Ahnung, zumindest hatte ich so das Gefühl. Und ich musste mehrmals hoch und dann habe ich das dann heute Mittag nachgeholt. Ja, ich habe meine Kamera wieder, mir geht es wieder gut. Ich muss wirklich sagen, es war nicht lange, aber es war komisch. Immer wenn irgendwas war, wolltest du die Kamera anmachen, aber fiel ja ein, es war gar keine da. Ja, wir waren gestern auch übrigens, nachdem die Männer weg waren, nicht mehr auf dem Spielplatz. Wir haben uns auf dem Sofa gemütlich gemacht und waren dann abends, haben wir dann lecker gegessen. Und ja, dann haben wir uns, ich glaube, um 18 Uhr entschieden, für eine halbe Stunde meine Eltern zu besuchen und aus der halben Stunde wurde dann 21.30 Uhr. Wir haben da gesessen, gequatscht, gelacht und so weiter und dann auf einmal gucke ich auf die Uhr, ich denke, oh, jetzt müssen wir mal. Ja, und dann kurzzeitig danach waren wir auch schon in den Federn und
Ja, so war das. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich meinen Kämmerer wieder. Ich bin wieder glücklich. Meine Männer sind heile da. Das war, ja, wenn man dann immer mit einem Ohr, wollte ich gerade sagen, nee, wenn man mit den Gedanken immer da ist, hoffentlich kommen sie gut an. Und ja, aber da ist alles gut. Und ja, seit gerade haben wir wieder schönes Wetter. Wir hatten heute Mittag die ganze Zeit Schneeregen und jetzt wandelt sich das irgendwie im Schnee. Da soll man nicht hier oben wahnsinnig werden. Ja, und bevor meine Familie wahnsinnig wird, weil sie Kohldampf haben, werde ich jetzt mal loslegen. Aber ich wollte euch erst Hallo sagen. Ah, ich hab's fast vergessen. Jetzt seht ihr noch ein Stück von meiner Thunfischpizza. Die ist übrigens sehr, sehr lecker. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, doch, man kann auch guten Morgen sagen. Wir haben heute Sonntag, den 3. Februar, 10 nach 11. Und wie ihr seht, ich bin in meiner Arbeiterkluft, als wenn wir heute Samstag hätten, ne? Genau. Ich bin gerade am Waschen. Wir haben heute Morgen schön gefrühstückt und die Kinder sind am Spielen. Ich wasche und dekoriere mein Fenster ab, weil Winter habe ich jetzt keinen Bock mehr. Das ist zwar noch mittendrin, ihr wisst ja, da ticke ich ein bisschen anders und möchte jetzt Karnevalsfenster schmücken. Mal gucken, wie ich das so umsetzen kann. Ob ich genug Luftschlangen habe, ob ich überhaupt Luftschlangen habe, da bin ich mir nämlich gerade gar nicht sicher. Wenn nicht, ich gucke natürlich jetzt erst, ob ich Luftschlangen habe. Wenn ja, werde ich es umdekorieren. Wenn nein, dann mache ich das morgen oder so. Genau. So ist auf jeden Fall mein Vorhaben. Ich muss jetzt noch einmal durchsaugen und ja, das ist so mein Tag, ne? Wetter ist wunderschön. Die Sonne scheint, es ist kalt. Also da kann ich heute mal nicht meckern. Jetzt gerade in dem Moment nicht meckern. Und Täubchen gurrt auch gerade, genau. Mein Mann hat wahrscheinlich eine Blasenentzündung. Ihr wisst ja, wenn Männer was haben, ne? Ja, muss auf jeden Fall was doller sein, weil er läuft nicht, er läuft gekrümmt. Aber das ist alles nebensächlich. Ich sage, du gehst morgen zum Arzt. Ja, mal gucken, was morgen ist. Ob das besser ist, ob das schlimmer ist und er wirklich geht. Wir lassen uns überraschen. Ja, ich wollte euch auf jeden Fall guten Morgen sagen. Und ich hoffe, bei euch ist das Wetter auch so schön. Und im letzten Vlog habe ich doch erzählt, ja, ich versuche wenigstens einmal mich zu schminken. Und dann seht ihr mich hier so. Tut mir leid, aber so ist das Leben, zumindest meins. So, jetzt sagen wir Tschüssi, Winterfenster. Du warst sehr schön, aber jetzt wird Zeit, dass du gehst. Und so sieht es von innen aus. Ganz einfach und geschmacklos. Nein, das reicht. Und so sieht mein Küchenfenster aus. Und die wunderbare Perle gehört zu mir. Der guckt gar nicht. Sag mal Hallo. Unverschämt ist der. Doch. Ja. Und hier mein Girlandenzeugs bleibt natürlich auch noch. Wenn schon, denn schon. So, mittlerweile haben wir schon 15 Uhr. Ich habe jetzt alles weggewaschen. Die Ständer stehen auch schon in der Wohnung. Also die Wäscheständer. Meine Stimme versagt hin und wieder, aber alles gut. Ja, dann habe ich aufgeräumt, habe alle Fenster geputzt, habe natürlich das Rollo runtergemacht. Die Leute haben also nicht gesehen, dass ich die Fenster geputzt habe. Die sehen halt nur die andere Deko, ne? Genau, habe alle Fenster hier geputzt, alle dekoriert und ja, durchgesaugt, aufgeräumt, vom Mittag alles weggeräumt. Wir hatten übrigens Spaghetti mit Tomatensoße, da habe ich vergessen, euch zu filmen, aber ich denke mal, das können wir verkraften. Ja, ich habe, wie gesagt, jetzt gerade dann noch gesaugt und die Tiere versorgt. Das habe ich aber heute Morgen gemacht. Und Haare gewaschen. Genau.
Ohrringe drin, die trage ich sehr gerne. Und jetzt machen wir uns auf den Weg und fahren eine kleine Runde, beziehungsweise gehen vielleicht nur lecker Eis essen. Ja, mal gucken. Ja, die Sonne ist mittlerweile weg, es sieht düster aus, aber das hält uns davon nicht ab. Genau. Und die Kinder sind jetzt soweit. Dann düsen wir einfach mal los. Guck, Papa hier vorne, jetzt kommt er noch. Er bewegt sich jetzt. Thank you.
Komm. Dann kommen wir mit auf. Das gelbe vom Ei, das gelbe vom Ü-Ei, genauer gesagt, vom Überraschungsei, und da ist ein Wasser von der Konsumentenseite. Also auch sowas kommt hier zum Einsatz. Es geht von Kameratechnik ordnen, denn die Firma seit 2005 bis heute hat einiges getan. Ich sage nur HD, gab es vor 12 Jahren noch nicht, ist mittlerweile ganz normal. Also die Kameras sind wesentlich besser geworden von der Auflösung und die Computer sind besser geworden in der Berechnung. Allerdings immer noch nicht perfekt, denn wir haben es hin und wieder immer noch, dass die Schiffe plötzlich springen, also ein kurz zuspringt. Und das müssen wir dem Computer jetzt noch erklären, dass das nicht sein kann. Das heißt, wir rund 4.500 Passagiere brauchen wir da Bohrhaut und dieses Schiff. Nee, aber es war erstaunlich. Wir sind nachher in Neuseeland in Hecken gelandet, wo wir mit der Landung dieses Schiffes schlagartig die Bewohnerzahl verdoppelt haben. Ja, es ging auch erstaunlicherweise gut organisiert. Aber wir haben uns entwickelt auch natürlich, um die Passagiere zusammensetzen, auf der Fahrt von City, wo wir nur sehen, dass wir das vor. Und man hat es schon, es waren über 60% aus Tal, und über 60%, über 60% aus Spanien. Dann haben wir eine Tour, die ist ein Vers Lage, weil die nicht unbedingt Lage, dass es ein Chinesen war, sondern ich habe gesagt, wir waren aber nicht so doll. Also schon sehr fest in Australien. Dann waren auch witzigerweise deutsche Australien dabei. Die haben auch noch wieder auf der Reise da, aber okay. Und dann in dem Bereich Asiaten, Japaner, auch, glaube ich, kann sich ändern, dass das eigentlich keiner da ist. Könnt ihr mir mit der in Italien-Funk mitmachen?